Hallo Marvin Endres, du bist 26 Jahre alt, kommst gebürtig aus dem Saarland, bist für dein Studium nach Stuttgart gezogen und hast vor 7 Jahren schon die ersten Comedy-Shows veranstaltet. Heute hostest du eine der größten Comedy-Mix-Shows mit dem Comedy Splash und Deutschlands größten Newcomer-Wettbewerb mit dem Comedy Clash. Stimmt, ja. Hund oder Katze? Katze. Schokolade oder Gummibärchen? Dann Gummibärchen. Bier oder Wein? Bier. Feiern oder chillen? Boah. Normalerweise würde ich sagen chillen, aber dadurch, dass ich durch Corona jetzt so viel gechillt habe, sage ich safe. Feiern. Netflix oder Amazon Prime? Netflix und chill, soll man das kombinieren, oder? Boah, ich arbeite mit beiden, deswegen sage ich beides. Mich da nicht festlegen. Hattest du, als du klein warst, irgendwelche Vorbilder, zu denen du aufgeschaut hast? Also im Comedy-Bereich auf jeden Fall Otto Walkes. Und mit dem bin ich irgendwie aufgewachsen. Es war geil, irgendwie die ganzen alten Schallplatten auch noch zu Hause. Also als ich klein war jetzt. Ja. Und ansonsten eigentlich nur so abstrakte Typen. So Ash Ketchum von Pokémon. So. Ich höre auch immer, dass der mir irgendwie ein bisschen gleicht. So. Ja, das war so mein Vorbild damals. Und irgendwelche Fußballer halt. Also so ein Henri oder Michael Ballack, Gerard, keine Ahnung. Aber das sind ja alles so abstrakte Vorbilder. Und ich glaube, dass dieses ganze Vorbildthema erst im Laufe des Lebens dann irgendwie greifbarer wird. Und dann verändern sich natürlich Vorbilder. Aber das waren so die ersten. Was waren deine ersten Touchpoints mit der Kunstbranche? Touchpoints? Ja, wie gesagt, passiv, selbst immer alles reingezogen. Aber dann so mit 16, 17 angefangen, irgendwelche kleinen Lokalveranstaltungen zu moderieren und dann hat sich das dann so hochgelevelt irgendwie, wie es halt bei jedem irgendwie ist. Was war denn der schlussendliche Beweggrund, dass du dich in dem Bereich selbstständig gemacht hast? Ich war zuerst quasi nebenbei selbstständig, also habe mir quasi so ein kleines Gewerbe angemeldet während dem Studium damals und war dann in verschiedenen Positionen der Wirtschaft, im Vertrieb, war Geschäftsführer anderen Branche, war dann noch im Werbebereich und so, hatte da schon gute Jobs, aber immer in einem Anstellungsverhältnis. Und da habe ich halt gesagt, hey, ich will irgendwie nicht für andere so viel arbeiten. Habe dann gesagt, hey, Junge, gründ eine eigene Agentur, habe ich dann auch gemacht und habe dieses ganze Zeug, was ich nebenbei gemacht habe, wie meine Comedy-Shows, Moderation und so weiter, quasi alles unter dieses Dach gezogen und war trotz Corona die beste Entscheidung meines Lebens. Heutzutage machst du ja wirklich ganz schön viel. Was ist denn nun deine Berufsbezeichnung? Schwer zu sagen. Also wenn du Alexa fragst, ich habe Just for Fun vor kurzem mal Alexa gefragt und sie wusste tatsächlich, wer ich bin und sie hat dann gesagt, was hat sie gesagt? Marvin Endres ist ein deutscher Moderator, Autor und Manager. Ja, und es stimmt, also ich bin sowohl Moderator als auch Autor als auch Manager und noch so viel dazwischen, dass man es nicht genau greifen kann. Also all das irgendwie. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass du den Stuttgarter Comedy Clash jetzt übernommen hast. Wie ist es denn genau dazu gekommen? Also Stuttgarter Comedy Clash muss man vielleicht ganz kurz erklären, ist der älteste deutsche Comedy-Wettbewerb, den gibt es seit 2009 mittlerweile. Wäre jetzt, wenn kein Corona gewesen wäre, in die 10. Saison gegangen, geht es dann jetzt im nächsten Jahr. Und wir sind auch gerade hier im Wietzemann. Das ist quasi die neue Location vom Clash. Den geht es natürlich auch gerade wegen Corona nicht so gut. Und ja, es ist einfach, also für mich ist es eine Ehre, diesen Wettbewerb hosten zu dürfen. Und es ist auch für die deutsche Comedy-Szene so absolut elementar. Was haben wir für Leute angefangen? Özcan Kosa, Faisal Kavusi, Alle Frei, Kristall, wie die alle heißen. All die haben hier mit ihre ersten Schritte gemacht. Ja, es gibt auch ganz viele Newcomer, die tatsächlich ihre allerersten Steps hier gemacht haben oder Jungs wie ein Salim Samatu, mit dem ich einen Podcast habe, der hier damals, als er in Stuttgart studiert hat, vor 6, 7 Jahren, bei einem Wettbewerb war, sich das angeguckt hat und dann gesagt hat, hey Leute, ich will Comedy machen und ein paar Jahre später gewinnen so Leute dann Preise und es fängt immer irgendwo an und Comedy Clash ist für mich deswegen eine Ehre, weil hier so viele von diesen großen, berühmten, arrivierten, erfolgreichen Leuten angefangen haben. Und jetzt darf ich anderen neueren Newcomern eine Chance geben, hier aufzutreten. Das ist für mich was ganz Besonderes. Absolute Ehre. Der Veranstalter, der Marc, der das 10 Jahre lang gemacht hat, ist irgendwie Vater geworden mit 45, bester Mann. Legende, dass er noch zeugungsfähig ist in dem Alter auf jeden Fall. Und hat dann gesagt, er will ein bisschen kürzer treten. Und dann
bin ich quasi da rein und ich bin da nicht nur Moderator, sondern veranstalte das auch mit ihm zusammen mittlerweile. Genau. Du hast ja jetzt gerade schon das Thema Corona angesprochen. Inwieweit hat sich denn deine Arbeitsweise verändert, gerade im Hinblick auf deinen Videopodcast oder auch auf Produktionen? Also erstmal unser Geschäftsmodell, wie man es eigentlich kennt, nämlich dass du irgendwie ein bisschen auf Mixshows unterwegs bist und dann irgendwie dein Solo spielst oder sonst was, wie es bei den meisten Comedians ist, die ich ja unter Vertrag habe in meiner Agentur, bricht natürlich erstmal weg. Also ich habe dieses Jahr über 250 Veranstaltungen verschoben, abgesagt, wie auch immer. Eigentlich absolute Kapitulationserklärung in der Kulturbranche, wenn du mich fragst, ne, was die Politik da gemacht hat. Aber auf der anderen Seite kann man sich da auch nicht hängen lassen. Und wir haben während der ersten Corona-Welle im Frühjahr sehr viel alternative Sachen gehabt. Autokino zum Beispiel. Super crazy, so Crowdwork zu machen mit 2 Minuten Zeitverzögerung, weil jemand mit einem Mikro zum Auto rennen muss und dann machst du irgendwie, roastest die Leute wegen ihrem Twingo und sowas. Also ist eine ganz andere Art von Comedy-Show gewesen. Und auf der anderen Seite hast du dann aber auch gemerkt, dass diese Alternativen und diese Open Airs und was du da alles hast, auch aufgrund dieser besonderen Regelungen mit Abständen und so weiter, gar nicht so ertragreich sind. Ne? Und das betrifft ja auch die Veranstalter. Also du bist da sowohl als Künstler als auch als Veranstalter gerade total im Stich gelassen worden. Und die wenigsten haben da wirklich gute Antworten gefunden, leider, und haben auch einige Schiffbruch erlitten. Trotzdem kann ich jetzt, ich kann nur für mich und mein Umfeld sprechen. Wir haben alle irgendwie Möglichkeiten gefunden, damit umzugehen. Ne? Sei es, dass wir jetzt als Drehbuchautoren tätig sind, dass wir irgendwelche, wir haben gerade zum Beispiel eine Sitcom gepitcht bei großen Streaming-Anbietern. Ja? Solche Sachen zum Beispiel. Ja? Und man darf sich ja trotz allem nicht hängen lassen. Klar ist der Hauptberuf eines Künstlers oder Comedian schon noch on stage, ja. Aber es gibt Möglichkeiten, wie man in der Zeit auch irgendwie durchkommen kann. Und also ich kann jetzt für mich und mein Umfeld sprechen, aber wir sind da trotzdem voll dabei. Und auch meine Agentur, Endgame Entertainment, die habe ich ja erst ein halbes Jahr vor Corona so richtig ins Rollen gebracht. Und hätten wir uns da jetzt hängen lassen, dann hätte ich direkt Insolvenz anmelden können. Und wir haben wirklich gesagt, hey Leute, so projektmanagementmäßig, hey, es gibt Corona, wie können wir das handeln, was können wir tun? Und dann haben wir echt gesagt, hey, dann schreiben wir halt Drehbücher, dann pitchen wir halt bei Netflix, Amazon oder Disney oder sonst wo was. Dann überlegen wir uns digitale Sachen und so ist dann auch das Thema Vitamin X natürlich gekommen. Ne? Und Vitamin X ist jetzt, ohne mich selbst zu beweihräuchern, krass durch die Decke gegangen. Ne? Also wir haben tausende Hörer jede Woche, zehntausende, die sich das auf sämtlichen Plattformen, also wir sind bei allen Audioplattformen, wir sind bei YouTube auch noch als Videopodcast reinziehen und es wäre so nicht zu erwarten gewesen, aber der Lockdown spielte natürlich auch in die Karten, wenn die Leute zu Hause sitzen, wird halt konsumiert, klar. Vitamin X, wie ist es so als unbekannter Dritter zwischen zwei Stars wie Alaa Frey und Salim Samadou? Und was ist denn eure Zukunftsvision mit dem Podcast? Also erstmal zu diesem Star-Thema, für mich ist das eine Ehre, klar, Alaa Frey, der ist 36, ich bin 26, das sind 10 Jahre dazwischen irgendwie. Ich habe den schon mit 14 oder so im Fernsehen gesehen gefühlt oder mit 16, was weiß ich. Auf jeden Fall ist er so lange dabei. Ja. Also für mich ist es einfach nur eine Ehre, beispielsweise mit ihm gemeinsam einen Podcast haben zu dürfen. Und dadurch, dass du mit so Leuten dann da sitzt, ist die Erwartungshaltung natürlich erstmal hoch. Ja. Aber das pusht dich auch positiv. Ne? Und ich habe das in den ersten Folgen gemerkt, alle so, ey, wer ist der Bastard neben diesen zwei Typen? Ne? Die sind ja auch beide bei Rebell-Comedy, ne? Bei dieser Migranten-Comedy-Formation, Salim und alle. Und dann sitzt da für diese Rebell-Fans plötzlich so ein komplett unbekannter Dritter und die sind alle so, ey, wer ist der Scheiß-Typ? Und ich habe dann in den ersten Folgen sehr viel Hate gekriegt, liest ja auch in den YouTube-Kommentaren, ey, wechselt diesen vercrackten Tschetschen, ich zitiere nur unsere Fans, irgendwie aus, ne? Und mit der Zeit, wenn sich die Fans dann nicht gewöhnt haben, kriegst du dann aber auch schon irgendwie Liebe. Und ich krieg da auch ganz viele Nachrichten von Leuten, die schreiben, hey, wir kannten dich vor Vitamin X gar nicht und jetzt feiern wir dich und so. Und ja, ich bin da eh entspannt. Also wenn man einen Beruf in der Öffentlichkeit hat, darf man da auch nicht zu eitel sein. Ja. Habt ihr, bevor ihr dreht, eigentlich einen Plan oder quatscht ihr wirklich einfach so drauf los? Wir quatschen wild drauf los und ich glaube, das ist bei dem Format auch unique und deswegen sind wir auch so schnell so erfolgreich geworden. Also es ist komplett unscripted, es ist komplett situativ, aus Situation raus einfach
irgendwie, es geht dann los mit, ey, was hast du für eine Jacke an? Du siehst aus wie ein Obdachloser. Und bam, sind wir irgendwo in Tschetschenien, dann sind wir irgendwo sonst wo. Also diese Themensprünge sind halt wirklich real. Und das sieht man auch. Und wir sind auch, glaube ich, der einzige von diesen großen Podcasts, der komplett uncut ist. Also jeder andere Podcast, die labern 2 Stunden, haben dann einen Cutter, der das dann filetiert. Und bei uns, das sieht man auch dadurch, dass es bei YouTube ist und eine Kameraperspektive, das sind keine Schnitte. Das heißt, wir wissen nie, worüber wir reden. Das ist alles aus der Situation. Und wir waren auch live auf Tour, da war es genauso. Und unsere Fans sind ausgerastet, weil jeder denkt trotz allem, okay, die müssen ja irgendwie Themen haben. Und die haben es halt live gemerkt, wir ziehen uns alles aus dem Arsch. Ja. Ihr habt ja ab und zu auch mal Gäste in eurem Podcast. Was wären denn deine Top 3 der Wunschgäste? Ja, also aus dem Comedy-Bereich hatten wir schon fast alle. Also ein Luke Mockridge war schon da, Chris Teil war da, Özcan war da. Die waren alle schon da, die Großen. Wen ich mir auf jeden Fall noch wünsche, aber da bin ich dran, aus dem Comedy-Bereich, safe Felix Lobrecht. Ja, safe. Bester Mann. Und dann ansonsten, wer auch noch cool wäre, Rudi Völler, keine Ahnung, einfach so, damit man Rudi Völler im Podcast hatte. Und wer auch geil wäre, hätte gern irgendwie einen Politiker, aber keinen von den aktuellen, irgendwie so eine Legende. Edmund Stoiber. So, der dann da sitzt, sich verhaspelt, wir roasten ihn. Das wäre ein Traum. Wie könnten wir denn als Konsumenten die Kunstszene besser unterstützen? Was wären da Tipps von dir? Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Ne? Also ein Beispiel, es gibt ja super viele Plattformen wie OnlyFans, Patreon und wie die alle heißen, die gerade aus dem Ding kommen. Klar ist OnlyFans vielleicht so ein bisschen verrucht angehaucht, wegen den ganzen Mädels, die sich da ausziehen. Aber gerade Patreon, wenn ich jetzt an eine Hazel Brugger oder so denke, die dann einen exklusiven Podcast für Patreon gemacht hat. Oder was wir jetzt gerade am Aufziehen sind, ist eine Initiative, die heißt Comedy Shop, ne? Einfach comedyshop.de. Das ist eine Initiative von sämtlichen Comedians aus der Branche, auch den kleinen, die niemals einen Merch-Online-Shop irgendwie betreiben könnten. Die sind alle in einem Shop. Die kompletten Kosten werden dann unter allen aufgeteilt, so Solidaritätsprinzip. Also das ist zum Beispiel was, wo man die ganze Branche auf einmal pushen kann. Oder Luke Mockridge hat so ein T-Shirt gemacht, Crew Love ist True Love, was du kaufen kannst. Da geht dann an die Techniker was und so. Also es gibt schon Möglichkeiten. Und was mir ein besonderes Anliegen ist, viele von uns Künstlern, ja, oder Leute aus der Kunstbranche, Comedians und so weiter, Musiker, das betrifft ja nicht nur Comedians, das betrifft alle Künstler. Aber was mein Kernanliegen ist, diese ganzen digitalen Formate, die jetzt kommen werden, gezwungenermaßen aufgrund dessen, dass keine Live-Geschichten mehr stattfinden, unterstützt die. Also die Leute da draußen sollen einfach diese Dinge annehmen und sich nicht denken, ich will den aber live sehen. Ihr könnt uns live sehen, vielleicht ein Jahr später. Aber unterstützt die Digitalformate, weil es ist gerade bei kleineren Künstlern, ja, da geht es ums Überleben. Gib uns doch nochmal einen kleinen Ausblick. Wie wird sich deiner Meinung nach die Kunstbranche gerade im Hinblick auf Corona verändern? Ja, das habe ich ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Also ich glaube, dass wir gerade die größeren Sachen wie sowas hier, ne, hier passen sitzend irgendwie 600, 700 Leute rein und stehend ein Vielfaches davon. Sowas werden wir so schnell, zumindest in der Vor-Corona-Version, nicht mehr sehen. Ne? Also entweder sehen wir das in einer Hygienekonzept-Variante, ja, was es noch mit Sicherheit Jahre begleiten wird. Also ich glaube nicht, dass in einem halben Jahr plötzlich eine Klappe fällt und die sagen, hey, alle Hygienekonzepte, scheiß drauf und Corona gibt's nicht mehr. Der einzige Weg daraus wäre ja irgendwie so eine flächendeckende Impfung. Ne? Das könnte vielleicht eine Lösung sein, aber ich bin auch kein Virologe. So. Und ich glaube, dass da, also klar werden wir veranstalten, aber es wird so schnell kein Zurück zur Normalität geben. Und ich bitte einfach auch die Menschen, oder ich versuche da die Leute auch immer so ein bisschen zu sensibilisieren, dass sie diese neuen Konzepte annehmen, sei es jetzt ein Live-Konzept, sei es was Digitales, wie auch immer die Veranstaltungen der Zukunft geartet sind oder wie auch immer Kunst in den nächsten Jahren aussehen wird. Aber ich glaube, dass diese Thematik uns noch sehr lange bewegen wird. Ja? Und da muss man einfach ruhig bleiben, man sollte keine Verschwörungstheorien sich reinziehen, sondern einfach ein bisschen cool bleiben, entspannt bleiben. Und wer Kultur haben will, muss sie halt auch unterstützen. Ja. Und letzte Frage, was ist deine absurdeste und utopischste Zukunftsfantasie? Meine utopischste, absurdeste Zukunftsfantasie, also was ich mir vorstelle, so die verrückteste Vorstellung meiner Zukunft. Okay, jetzt muss ich was aus dem Arsch ziehen. Stell mir vor, wie ich 2037 auf den Mars umsiedel und da die ersten Comedy-Shows mache. Ich mache dann so für Aliens, die da so chillen, mache ich so Alien-Comedy. Und ich nehme Salim Samato mit von Vitamin X, weil das passt einfach. Der
würde sich da perfekt akklimatisieren, der spricht eh alle Sprachen. Das ist so meine Zukunftsfantasie. So Vitamin X Live Podcast vom Mars und wir streamen dann aber auf die Erde. Zeitversetzt natürlich, ne? Weil das dauert ja, bis das Bild darunter übertragen ist und so. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Und dann die ersten Gäste, die ich mit da hochnehme, Thomas Gottschalk, falls er noch lebt. Günther Jauch. Und nochmal Rudi Völler. Vielen Dank, Marvin Endres. Ja, danke euch und unterstützt die Kultur. Danke, dass ich hier sein durfte. Peace out.